RTV Kompakt präsentiert zum Start in die neue Woche Folgendes. Gut messbares 30 Kilometer pro Stunde vor Kita in Alberoda. Noch sehbares Kulturbanausen mit Abschiedsvorstellungen. Und weiter zählbares Schönheider Wölfe auf Punktejagd. Glück auf, eine gute Entscheidung jetzt bei RTV Kompakt dabei zu sein. Gut gewählt hatte auch das sächsische Kabinett, nämlich den Ort für eine Klausurtagung. Unsere Staatsregierung traf sich auf dem Fichtelberg in Oberwiesenthal, der höchste Berg im Freistaat. Das sorgt zumeist für Weitblick. Bekannt wurde bereits, dass die Staatsregierung auf ihrer Kabinettsklausur am Sonnabend beschloss, dass rund 52 Millionen Euro für die Bewältigung der Waldschäden bereitgestellt werden sollen. Entstanden war die massenhafte Schädigung durch die sogenannte Borkenkäferkalamität. Zwei der Staatsminister hatten sich auf ihrer Anreise zum Fichtelberg am Freitag im Wald bei Eibenstock dazu kundig gemacht. Darüber berichten wir morgen. Jetzt die Meldungen vom Montag von da, wo Sie sind. Tempo 30 gilt neuerdings vor der Kindertagesstätte Löwenzahn in Alberoda. Mit dieser Maßnahme wird für unsere Kinder die Sicherheit im unmittelbaren Umfeld der Kindertagesstätte erhöht, so Ortsvorsteher Carsten Wilhelm bei einem Pressetermin vor Ort. Der Ortschaftsrat Alberoda hat das 30er-Schild angeregt. Möglich wurde die neue Beschilderung durch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Die lässt nunmehr eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor Bildungseinrichtungen zu. Alberoda ist ein Stadtteil von Aue-Bad Schlema. Im restlichen Stadtgebiet gilt Tempo 30 auch vor weiteren Bildungseinrichtungen. Nach Verkehrsunfällen am Wochenende auf den Straßen im Erzgebirgskreis mussten zwei Personen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Betroffener ist ein 12-jähriger Radfahrer aus Hohndorf. Als das Kind den Fleischerberg überquerte, war es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer dort fahrenden 22-Jährigen gekommen. Außerdem musste ein 30-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus. Er war am Sonntagmorgen zwischen Bärenstein und Annaberg-Buchholz auf der B95 zu Fuß am rechten Fahrbahnrand unterwegs, als es kurz vor der Zufahrt zur Mülldeponie zur Kollision mit dem Citroën einer 36-Jährigen kam. Beim Neujahrsempfang der Stadt Grünhain-Beierfeld wurden erneut zwei Personen mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Die Wahl war auf Gudrun Grabner aus dem Stadtteil Grünhain und Andreas Moorbach aus dem Stadtteil Beierfeld gefallen. Andreas Moorbach hatte sich unter anderem für den Fußball im Ort verdient gemacht. Auf Gudrun Grabners Initiative hin gibt es in Grünhain-Beierfeld seit einigen Jahren Osterbrunnen. Initiiert von den Frauen der Kreativgruppe Grünhain wurde 2016 der erste Osterbrunnen in Grünhain-Beierfeld geschmückt. Seither sind weitere Brunnen hinzugekommen. Im Jahr 2018 war Osterbrunnenpremiere in Beierfeld. Waschleite soll in diesem Jahr folgen. Der Neujahrsempfang fand in der Cafeteria der Firma Torik in Beierfeld statt. Zum Abschluss der Veranstaltung bekamen Christine Matko und Ursula Sumpf von der Aktion Kinderherzen eine Spende überreicht. Die kommt von den Grünhain-Beierfelder Stadträten. Die hatten zum wiederholten Mal ihr Sitzungsgeld gespendet. Zu einer Raubstraftat kam es am Freitagabend in Lugau. Ein unbekannter männlicher Täter lockte einen 34-jährigen Pizzalieferanten mit einer fingierten Bestellung zum Tatort auf die Wiesenstraße. Beim Eintreffen klopfte er an die Tür des Pizzafahrzeuges. Als der Fahrer das Fenster öffnete, hielt er ihm eine Handfeuerwaffe an den Kopf und forderte ihn auf, das mitgeführte Geld auszuhändigen. Als der Geschädigte nach der Waffe griff, um den Angriff abzuwehren, löste sich ein Schuss. Der Täter flüchtete ohne Beute. Der Pizzabote blieb unverletzt. Anhand der aufgefundenen Hülse erfolgte eine Einklassifizierung der Waffe als Schreckschusswaffe. Die Kulturbanausen des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau hören definitiv 2020 auf.
Derzeit werden im Weißen Lamm in Hohndorf die letzten Vorstellungen gegeben. Gespielt wurde das Volkstheaterstück Hudelei statt Liebelei. Klar, dass bei den Gästen die Lachmuskeln einiges zu tun bekamen. Am 31. Januar sowie am 1. Februar wird der Schwank erneut auf die Bühne gebracht. Beginn der Theateraufführungen ist jeweils 19 Uhr. Ob es noch Karten gibt, kann telefonisch unter 037 295 2486 erfragt werden. Wir werden über die Kulturbanausen des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau am Mittwoch ausführlich berichten. Ab Dienstag rollt auch in der zweiten Fußball-Bundesliga wieder der Ball. Das Augenmerk im Erzgebirge liegt natürlich auf dem FCE. Können die Veilchen nach der Winterpause weiter für Furore sorgen? Erste Gelegenheit ist dazu am Dienstagabend, auswärts beim tabellenvorletzten SVW in Wiesbaden. Mit Spannung erwartet wird auch das erste Heimspiel 2020. Mit Arminia Bielefeld wird schon drei Tage nach der Auswärtsbegegnung zum Auftakt der Tabellenführer erwartet. Das Spiel beginnt am Freitag 18.30 Uhr im Erzgebirgsstadion. Zwei Spiele gewonnen, doch nicht die vollen Punkte. So lässt sich ein dennoch erfolgreiches Wochenende für die Schönheider Wölfe zusammenfassen. Los ging's am Sonnabend mit einer Heimpartie. Der Erste traf auf den Tabellenzweiten. Wo Topspiel drauf stand, war auch Topspiel drin. Beide Teams gingen jeweils mit Handicap, aber hochmotiviert in die Partie. Hatten die Gäste aus der Hauptstadt das Spiel vom Vorabend gegen die Eisbären Juniors Berlin in den Beinen, musste Wölfe-Coach Sven Schröder auf eine Reihe Stammkräfte verzichten. Neben den Verletzten Robert Horst und Christoph Roggens musste auch Wölfe-Topscorer Florian Heinz krankheitsbedingt passen. Die Wölfe konnten daher nur mit 13 Feldspielern antreten. Knapp 900 Zuschauer im Schönheider Wolfsbau erlebten alles, was das Eishockeyherz begehrt. Zwei starke Mannschaften, ein schnelles Spiel, Zweikämpfe, Spannung, Dramatik und obendrauf Verlängerung und Penaltyschießen. Dieser Besuch sollte sich gelohnt haben, denn zu aller Glückseligkeit der einheimischen Fans sicherten sich dann auch die Schönheider Wölfe mit ihrem 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen verdientermaßen den Zusatzpunkt gegen den ECC Preußen Berlin. Nach dem Heimsieg am Samstag im Topspiel gegen den ECC Preußen Berlin waren die Schönheider Wölfe schon am Sonntag wieder auswärts bei den Saale Bulls Halle 1b gefordert. Beim Ligaschlusslicht gab sich das Team von Coach Sven Schröder keine Blöße, löste die Pflichtaufgabe mit einem klaren 10:2-Erfolg souverän. Die Erzgebirger haben zumindest bis zum nächsten Wochenende die Tabellenführung in der Regionalliga Ost übernommen. Zu Beginn des Jahres war davon auszugehen, dass 2020 in 13 Kommunen des Erzgebirgskreises planmäßig eine Bürgermeisterin bzw. ein Bürgermeister gewählt wird, da die siebenjährige Amtszeit endet. Seit vergangenen Donnerstag wissen wir, dass mit Schwarzenberg eine 14. Wahl hinzukommt. Neben Schwarzenberg wird auch in Burkhardsdorf, Gornsdorf, Groß-Olbersdorf, Jöstadt, Königswalde, Lauter-Bernsbach, Mildenau, Seematal, Seifen, Thalheim, Thermalbad Wiesenbad, Thum und Wolkenstein eine Bürgermeisterwahl durchgeführt. In dieser Woche zeigen wir Bilder aus Orten, in denen die Einwohner in diesem Jahr zur Wahlurne gerufen werden. Den Anfang macht Lauter-Bernsbach. Wir blicken vom gut zum Wandern geeigneten Kommunalweg unterhalb der Morgenleite auf das aus zwei Ortsteilen bestehende Lauter-Bernsbach. Der Wahltermin für die Stadt steht mit dem 14. Juni bereits fest. Aktuell ist Thomas Kunzmann Bürgermeister von Lauter-Bernsbach. Das war unsere Rundreise durchs Erzgebirge mit Meldungen aus der Gegenwart. Am 14. Juni wird übrigens auch in Jöstadt, Seematal, Thalheim, Thermalbad Wiesenbad und Mildenau gewählt. Und Bilder aus Mildenau kommen morgen. Für heute gehen wir jetzt auf eine nächste Reise, eine Zeitreise. Aber auch die ist eine Rundreise. Wir haben mal wieder unser Archiv geöffnet. Die letzte Januarwoche vor 15 Jahren. Oft mussten wir auf schneebedeckten Straßen zum Dreh fahren. Gedreht wurde im Schnee. Beispiele gefällig?
Skiheil heilte es am 27. Januar 2005 vom Ziegenberg in Zwönitz herunter. Anlass war die Einweihung des Skiliftes am Anlaufhügel. Ein Nachtwächter, der in Zwönitz Urlaub macht, sprach im Beisein von Bürgermeister Uwe Schneider und des Zwönitzer Nachtwächters die Laudatio für den neuen Lift. Bis einst der Michnik in der Skihütte danach fragte und der Stürzel Bernd ihm sein Leid dann klagte. Insgesamt waren ca. 10.000 Euro in den 105 Meter langen Zusatzlift geflossen. Ein Lift mit einer Länge von 240 Metern war schon vorhanden. Aus Markersbach wurde am 29. Januar 2005 vermeldet, die Hundsmarter Trasse ist fertig. Das Hundsmarter Weibel und der Hundsmarter Gust schnitten vor 15 Jahren das Startband durch. Ab Parkplatz Oberbecken-Markersbach wurde seinerzeit eine unabhängige Trasse zur Präparierung von Loipen in Richtung Tellerhäuser gebaut. Damit wurden die Voraussetzungen für den Einsatz eines Pistengerätes geschaffen. Am letzten Januarwochenende war der SSV Geier Ausrichter der Sachsenmeisterschaften im Spezialsprunglauf und in der nordischen Kombination. Den besten Nachwuchsathleten aus dem Freistaat wurden optimale Wintersportbedingungen geboten. Für sie war der Wettkampf auf bzw. um die Schanzen im Greifenbachtal der Saisonhöhepunkt. Gedreht wurde vor 15 Jahren auch am Paulusberg in Neudorf. Dort war einen Monat zuvor der Skilift wieder in Betrieb gegangen. Im September 2004 begannen die Arbeiten am 550 Meter langen und 700 Euro teuren Doppelschlepplift. Am 4. Dezember 2004 wurde er für die Wintersportler freigegeben. Und auch das bot der Winter vor 15 Jahren. Skiskiing in Grünhain. Der Wettbewerb war Auftakt zum Sachsenpokal. Er wurde am 30. Januar 2005 erstmals auf dem Freigelände hinter dem Freizeitpark der Klosterstadt ausgetragen. Über 30 Teams gingen vor Hunderten von Zuschauern in verschiedenen Klassen an den Start. Neben den traditionellen Hängern auf Skiern wurden von den Motorschlitten 2005 auch Skisportler auf Skateboards gezogen. Doch dem Winter ohne Schnee kann man freilich auch Gutes abgewinnen. Verkehrsbehinderungen wie vor 15 Jahren wegen Neuschnee und Glätte bleiben uns heuer erspart. Wir machen noch gemeinsam die Veranstaltungstipps. Die Volkshochschule Erzgebirgskreis lädt Interessierte am 28. Januar 19 Uhr zu einer Aufführung der Landesbühnen Sachsen im Rahmen der Aktion Kontrovers vor Ort in die Aula ihrer Niederlassung an der Hans-Witten-Straße 5 nach Annaberg-Buchholz ein. Gezeigt wird das Schauspiel Wer seid ihr von Oliver Bukowski. Die Veranstaltungsreihe der Landeszentrale für politische Bildung hat es sich zum Ziel gesetzt, das Verständnis für Demokratie und bürgerschaftliches Engagement mittels eines breit gefächerten Angebotes an Vorträgen zu schulen. Die gewünschte Anmeldung zur Veranstaltung unter 03733 506 2890. Die Veranstaltung ist für Besucher kostenfrei. Weitere Veranstaltungen aus der Reihe Kontrovers vor Ort gibt es unter www.vhs-erzgebirgskreis.de. Gemeinsam mit der Handwerkskammer Chemnitz und der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH lädt die Regionalkammer Erzgebirge der IHK Chemnitz zu einem Existenzgründertreff ein. Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an alle, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen und auf der Suche nach einem Fahrplan für das weitere Vorgehen sind. Die Teilnehmer erhalten erste Informationen zum Businessplan, zu finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie den Möglichkeiten der Förderung und weiteren Unterstützungen solcher Vorhaben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Und zu einer großen Blutspendeaktion sind am Mittwoch hilfsbereite Menschen nach Schwarzenberg eingeladen. Der DRK-Blutspendedienst ist dann von 14 bis 17 Uhr bei den Stadtwerken Schwarzenberg anzutreffen. In Grünhain kann in dieser Woche auch noch Blut gespendet werden. Möglich ist das dann am Freitag von 15 bis 18:30 Uhr in der Grundschule. Bleibt noch zu ergänzen, dass der neue Programmkatalog der Volkshochschule Erzgebirgskreis vorliegt. Darin finden Sie alle Kurse, die im gesamten Kreisgebiet ab Frühjahr 2020 angeboten werden. Interessenten können sich das Kursheft an fast 250 öffentlichen Einrichtungen wie Rathäusern, Bibliotheken, Schulen, Krankenhäusern, Sparkassen und natürlich an allen Standorten der Volkshochschule besorgen. Wer es nicht wissen sollte, die befinden sich in alphabetischer Reihenfolge von A bis Z in Annaberg-Buchholz, in Aue, Olbernhau, Schwarzenberg, Stolberg und Zschopau. Was soll ich jetzt noch sagen? Das war's für Montag. Mehr auf erztv.de und Dienstag dann auf ein neues. Glück auf!